Wer ist Joyboy und was war sein Plan? Das alles jetzt. Drop it. Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie über Joyboy. Naja, so ganz neu ist er ja nicht. Viele Theorien drehen sich ja darum, dass Joyboy der König des alten Königreichs ist. Und ich denke, dass dies auch der Tatsache entspricht. Warum, erfahrt ihr jetzt. Joyboy war eng verbunden mit Poseidon damals. Somit würde wahrscheinlich keiner von diesen normalen Leuten, die später die Weltregierung gegründet haben, gewesen sein. Denn diese hatten damals das Bedürfnis, andere Rassen zu versklaven. Außerdem wird gesagt, dass die antiken Waffen aus dem antiken Königreich stammen. So würde es nochmals mehr passen, dass Joyboy als Gänsefüßchen, Erfinder von Pluton, aus jenem Königreich stammt. Es gibt ja auch diese herausragende Theorie, dass One Piece ein Plan sei, die Red Line zu zerstören, um so eine einzige Welt zu erschaffen. Durch diese Zerstörung der Red Line würden sich Wetter- und Umweltbedingungen verändern. Es würde zwangsläufig zu Naturkatastrophen kommen. Deshalb baute er die Noah, um die Fischmenschen zu retten. So wie schon Noah in der biblischen Geschichte mit seiner Arche Noah. Wenn wir schon bei Religion sind, bleiben wir gleich dabei. Und versuchen die Bibel in die Geschichte des antiken Königreichs und Joyboy zu vereinen. An dieser Stelle einen schönen Dank an Alpha2Late für seine herausragende Theorie, wo er schon einiges vom Land Jerusalem, Jesus etc. an One Piece angelehnt hat, und hier werde ich direkt mal dann anknüpfen. Das antike Königreich könnte zum Beispiel für das Land Jerusalem stehen. In diesem Land lebte einst die Königin Maria. Sie gebar ein Kind. Das war Marias Freude, oder wie man auch sagen kann, Mary's Joy. Mary Joa schreibt man auch gerne mal Mary Joa. Und Joie ist das französische Wort für Freude. Hiermit haben wir hier wieder die Verbindung zu Mary's Joy. Dementsprechend wäre Joyboy, also Jesus, eine Menge Joys. Der D-Clan wird heutzutage als Gottes natürlicher Erzfeind betrachtet. Doch diesem wird widerstanden mit dem Willen der Dies. Auch in der Bibel gibt es was ähnliches, es nennt sich der Wille Gottes. Das lateinische Wort für Gott ist Deus. Vielleicht steht also das D für Deus, also somit für Gott. Des Weiteren gibt es einen bekannten Satz, der heißt Deus Vult, was so viel bedeutet wie Gott will es. Diesen Satz haben die Tempelritter immer benutzt. Vielleicht sind also die Tempelritter der Ursprung des D-Clans. Was dabei auffällt, ist, dass die meisten Templer in ihrem Namen in der Mitte D stehen haben, zum Beispiel Jacques de Molay. Die Tempelritter waren die Beschützer des heiligen Landes Jerusalems. Somit wäre der D-Clan die Beschützer des antiken Königreichs gewesen. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Joyboy war, wissen wir, er hatte 12 Jünger. Könnte es bedeuten, dass Joyboy 12 Mitglieder hatte, die 12 Ds? Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Eine ist, dass es 12 verschiedene D-Familien gibt. Bisher kennen wir 6, das heißt 6 weitere fehlen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es einfach hauptsächlich 12 D-Charaktere gab, diese aber auch mehrere innerhalb der Familie sein konnten. Dies würde bedeuten, bisher kennen wir 9, also fehlen noch 3. Schauen wir doch mal, ob wir aus dem Vergleich der Dies und der Apostel was rauslesen können. Jesus war der Heilige und Erlöser der Welt. Joyboy wollte die Welt verbessern, vor allem für die Rassen, die unterdrückt wurden. Jesus sammelte die Apostel um sich, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. So hat auch Joyboy es getan, um den Willen der Dies, das One Piece, den Plan, die Red Line zu zerstören, in die Welt zu tragen. Am Ende wurde er hingerichtet. Vielleicht wurde auch Joyboy gefangen und hingerichtet und ans Kreuz genagelt. Ich denke, dass der neue Joyboy später Gold Roger war. Dieser hatte sich selbst geopfert, um das Piratenzeitalter einzuleiten. Er wollte die Welt retten, konnte es aber nicht. Einer der Apostel ist Bartholomäus. Er war eher eine Randfigur. Im Johannesevangelium ist aber von einem Nathanael die Rede. Diese beide werden für die ein und dieselbe Person gehalten. Später wurde Bartholomäus hingerichtet und ihm wurde die Haut abgezogen. Dies könnte für Bartholomäus Bär stehen. Zum einen hat er eben denselben Namen. Kumas echter Name könnte daher auch Nathanael sein. Und bei Kumas sogenannter Hinrichtung wurde ihm auch die Haut abgezogen, damit man Cyborg-Teile in ihn verbauen konnte. Außerdem hat Kuma immer eine Bibel in der Hand, was als Referenz dienen könnte. Sein Name könnte sein Kuma D. Nathanael. Jakobus der Jüngere wird oft auch Jesus Bruder genannt, wobei dies nie bewiesen wurde. Er sollte seinen Glauben widerrufen, tat dies nicht und wurde von einer hohen Mauer gestoßen. Hierbei könnte es sich um Garb handeln. Diese zwei waren trotz ihrer Rivalität sehr eng verbunden, so dass man sie fast Brüder nennen könnte. Stirbt Garb, weil er die Redline heruntergestoßen wird?
Andreas, Bruder des Simon Petrus, erster Apostel, einer der wichtigsten Apostel. Hier würde ich einfach sagen, dass es sich um Ruffy handelt, da dieser für die Story nun mal sehr, sehr wichtig ist und nach Roger der erste wirkliche, sag ich mal, der was richtig ausrichtet. Simon Petrus, Bruder des Andreas, Leugner Jesus, wollte Jesus überreden, nicht ans Kreuz zu gehen. Vielleicht wollte sie Rogers Geschichten nicht glauben und sie wollte sicher nicht, dass er sich ausliefert. Deshalb glaube ich, dass es sich hierbei um Podcast Die Rouge handeln könnte. Judas Iskariot verriet Jesus so, dass er hingerichtet werden konnte. Dies könnte Marshall D. Teach sein. Sein Vorfahre verriet damals Joyboy so, dass dieser geschnappt und gehinrichtet werden konnte. Johannes, Bruder von Jakobus dem Älteren, Lieblingsjünger Jesu. Er steht als einzigster unter dem Kreuz. Dies könnte für Shanks stehen. Er war bei der Kreuzigung mit dabei, wobei man auch sagen muss, auch Dragon war in der Nähe. Shanks könnte Rogers Lieblingsjünger gewesen sein. Wieso sonst sollte unter allen Crewmitgliedern gerade Shanks den Hut bekommen? Vielleicht, weil auch Shanks ein D im Namen haben könnte und Roger seine Hoffnung auf ihn setzte. Auch wenn Shanks es letzten Endes nicht selbst schaffte, sondern den Hut weitergab an seine Hoffnung, Ruffy. Thomas wird auch ungläubiger Thomas genannt, weil er oft zweifelt, Schutzpatron der Bauleute. Hierbei könnte es sich um den Schiffsbauer Tom gehalten haben. Dieser hat möglicherweise auch einen D im Namen. Er könnte aber ungläubig gegenüber Rogers Geschichten gewesen sein, ihm aber dennoch geholfen haben, würde auch zum Schutzpatron der Bauleute passen. Jakobus der Ältere, Bruder des Johannes, er und sein Bruder nannten sich Donnersöhne aufgrund ihrer aufbrausenden Art. Soll einen gewaltsamen Tod gestorben sein, dies ist eine Anspielung auf Ace. Er ist der ältere Bruder Ruffys und beide haben eine aufbrausende Art, wenn sie es wollen. Auch ist Ace einen gewaltsamen Tod gestorben. Philippus ist einer der unbekanntesten der Jünger. Er erkannte die Gottheit nicht und konnte sich nicht Jesus Kräfte vorstellen. Er wird als klug dargestellt mit Buch- und Schriftrolle. Hier könnte es sich um Dr. Vegapunk handeln. Viele Beweise gibt es aber leider nicht. Aber vielleicht erkannte sein Vorfahre Joybos Taten und Ideale nicht, so wie auch Dr. Vegapunk Rogers nicht versteht und deshalb kein Problem damit hat, bei der Marine zu sein. Matthäus war Zöllner, war intelligent und konnte mit Geld umgehen. Das könnte Law sein, aber auch nur aus dem Ausschlussverfahren, habe hierfür leider keine weiteren Hinweise. Thaddäus ist der unbekannteste der Aposteln, wird oft auch aus Judas Sohn oder Bruder des Jakobus genannt. Hierbei könnte es sich um Saul halten, weil wir von ihm auch nicht allzu viel wissen, aber mehr Hinweise gibt es leider hierauf auch nichts. Simon der Zelot. Simon der Zelot ist auch recht unbekannt, er wird auch der Eiferer genannt. Hierbei könnte es sich um Dragon handeln, aber auch nur aufgrund des Eifers mit seiner Revolutionsarmee die Weltregierung zu stürzen. Ich weiß, diese Theorie hat noch einige Mängel und noch nicht wirklich viele Beweise. Vielleicht diejenigen unter euch, die sich mit der Religionsgeschichte etwas besser auskennen als ich, können dort vielleicht mehr One Piece Charaktere zu den Aposteln zuordnen oder vielleicht auch besser zuordnen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei dem nächsten One Piece Theorie Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.